Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, kleine Summen, große Wirkungen, würde ich mal als Überschrift sagen. Und das ist auch gut so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Kulturetat, der knapp an die 190 Millionen Euro wieder heranreicht. Das ist auch gut. Und wir haben ein sehr breites und gutes Spektrum an Fördermitteln. Und ich würde mir alle Begriffe, die mit Barbarei und Ähnlichem in Zusammenhang kommen, wirklich verbitten, weil die wenden wir ja nur gerade da an, wo zum Beispiel die Daesh irgendwelche Dinge zerschlägt oder Ähnliches. Da sagen wir, das ist Barbarei, das ist es auch. Aber was wir hier machen, ist Kulturpolitik und wir fördern Kultur hier im Land. Deshalb sollten Sie aufpassen, wie Sie die Begriffe da verwenden. Machen Sie keine Panik. Die Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen unterliegt jetzt dem Kulturfördergesetz sozusagen als Struktur. Wir haben einen Kulturförderplan in Arbeit, der demnächst greifen wird. Und damit haben wir eine ziemlich große strukturelle Neuerung, die die Kulturförderung unter verschiedene Gesichtspunkte stellt und auf Jahre hinweg auch kontinuierlich absichert. Und Kontinuität ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Kulturförderung. Ich bin froh, dass wir die Erinnerungskultur stärken, dass wir das Jüdische Museum Westfalen absichern, dass wir die Denkmalpflege mit über 500.000 Euro ein Stück stärken. Es sind über 40-50 Projekte im Land, die damit weiter und wieder gefördert werden können. Es geht also nicht zurück, sondern es geht wieder ein Stück nach vorn. Und das ist ein gutes Zeichen für die Kulturpolitik. Und das hätte man sich in all den Jahren immer und kontinuierlich gewünscht. Dann wären wir heute noch ein Stückchen weiter. Aber der Weg ist richtig und das Ziel auch. Wir haben die Theaterförderung angehoben. Wir haben Kinder und Kultur und Kultur für Kinder und Jugendliche angehoben. Der Kulturrucksack von der Regierung schon mit 400.000 angefüttert, von uns noch mal mit 800.000 aufgefüttert. Das sind alles relativ kleine Summen, aber wer sich in der Kultur auskennt, und Sie meisten von uns kennen sich ja aus, weil Sie kommunal oder anderswo damit zu tun haben, der weiß, diese kleinen Summen erzeugen große Wirkungen. Mit ein paar tausend Euro können Sie in der Kultur oft sehr viel in Gang setzen. Der Kulturrucksack ist aus meiner Sicht eines der Paradebeispiele, an dem sich viele, weit über 200 Kommunen inzwischen Nordrhein-Westfalen dran beteiligen. Wir haben eine sehr gute Aufstellung im Bereich des Allgemeinen Internationalen Kulturausschuss vorgenommen. Wir haben eine Verstärkung bei JEKIDS vorgenommen in Form einer VE-Erweiterung, was wichtig ist, um die Beschleunigung der Umstellung zu organisieren. Und wir haben, was auch gut ist, das Bina-Bausch-Zentrum landesseitig mit abgesichert. Also mehr Denkmalpflege, mehr Erinnerungskultur, mehr Kultur für Kinder und Jugendliche, Schwerpunkte unserer Politik. Kleine Summen, große Wirkungen. Ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Jahren fortsetzen können und glaube, dass wir im Kulturbereich nicht von Barbarei sprechen können, sondern von Aufbau und von Weiterentwicklung. Und darauf kommt es für mich kulturpolitisch und für die Menschen, die draußen Kunst und Kultur für uns organisieren, entscheidend an. Vielen Dank.